Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, gibt es heute meinen Lesemonat für den Monat August. Dieser war ein kleines bisschen erfolgreicher als der aus dem Juli. Trotzdem möchte ich euch heute noch meine Currently Readings zeigen. Ja, damit ihr so auf dem neuesten Stand seid, wenn ihr meine Weekly Readings nicht seht. Ich verlinke euch die Playlist trotzdem mal hier oben im i, dann könnt ihr da vorbeischauen, wenn ihr aktuell auf dem Stand sein wollt, also auf dem aktuellen Stand sein wollt. Wenn nicht, könnt ihr euch dieses Video natürlich auch anschauen. Ich komme ganz kurz zur Statistik. Das sind ja nur drei Zahlen. Ich habe insgesamt vier Bücher gelesen bzw. gehört. Das war ein E-Book, zwei Hörbücher und ein Buch. Das waren dann insgesamt 1890 Seiten und pro Tag ca. 61 Seiten. Mein Monat hat mit dem E-Book begonnen. Das habe ich allerdings schon im Juli angefangen und im August gelesen. Da das ein E-Book ist und ich das Buch nicht hier habe, findet ihr hier irgendwo das Cover, damit ihr wisst, von welchem Buch ich rede und wie das Cover eben aussieht. Das Buch war eine Leserunde auf Lesejury und da habe ich eben dran teilgenommen. Es war eine E-Book-Leserunde, deswegen gab es halt eben nur das E-Book. Und genau, damit hat mein Monat begonnen. Es war My Image of You, weil ich dich liebe von Melanie Moreland. Das Buch hat 386 Seiten und lässt sich sehr schnell lesen, was an dem Schreibstil von Melanie Moreland einfach liegt. Ich habe Anfang des Jahres, ich glaube sogar im Januar, bereits ein Buch von ihr gelesen. Das hat mir schon unglaublich gut gefallen, deswegen war ich sehr gespannt auf dieses Buch und ich wurde nicht enttäuscht, so viel kann ich euch schon mal sagen. Ich möchte aber noch ganz kurz was zum Inhalt sagen. Und zwar ist das eine Liebesgeschichte, eine Adult-Geschichte, naja, geht so. Der Protagonist Adam Kincaid ist Fotograf und hat dann eben einen Unfall, weswegen er in ein Krankenhaus kommt. Und als er dann eben die Augen öffnet, blickt er in das Gesicht von Alexandra Robbins. Das ist die zuständige Krankenschwester in dem Moment. Und ja, es war quasi wie Liebe auf den ersten Blick. Und dann lernen sich die zwei eben näher kennen. Und beide haben eine Vergangenheit, über die sie eben sprechen, die eine große Rolle spielen. Vor allem Alex oder Ellie's Vergangenheit spielt eine sehr große Rolle und sie verarbeiten oder bearbeiten, wie auch immer, arbeiten das Ganze auf und dann gibt es eben einen Rückfall. Wenn euch das Buch interessiert, solltet ihr es auf jeden Fall lesen. Es gibt von mir eine klare Leseempfehlung. Mir hat das Buch unglaublich gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte Adam sowie auch Alexandra und auch ein paar andere Charaktere kommen drin vor, die ich nicht ganz so sehr in mein Herz geschlossen habe, die aber eine sehr wichtige Rolle in dem Buch spielen. Deswegen ist es gut, dass sie dort vorhanden sind. Die Liebesgeschichte ist auch sehr besonders, wenn ich das mal so sagen kann. Sie hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn mir ein paar Dinge nicht gefallen haben, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Das könnt ihr alles in meiner Rezension lesen. Der Blog ist nämlich in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr da immer gerne vorbeischauen. Dann findet ihr alle Rezensionen zu allen Büchern, die ich euch im Lesemonat vorstelle. Wenn er zu dem Zeitpunkt noch nicht online ist, dann werden die auf jeden Fall noch kommen. Aber My Image of You, die Rezension, ist auf jeden Fall schon online. Ja, und dann, wie ich eben schon angesprochen habe, der Schreibstil ist so unfassbar emotional. Man kann sich einfach hineinfallen lassen. Melanie Moreland reißt einen mit, zumindest empfinde ich das so. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich habe kaum negative Punkte. Es gibt ein paar negative Punkte, die kann ich jetzt hier aber nicht so ansprechen, weil ich euch einfach spoilern würde und das möchte ich nicht. Das Buch hat von mir 4 von 5 Sternen bekommen, weil es mir wirklich gut gefallen hat und ich würde mir jederzeit wieder ein Buch von Melanie Moreland durchlesen, beziehungsweise kaufen, besorgen, wie auch immer, schenken lassen, haben wollen, weil ich einfach ihren Schreibstil so unglaublich gerne mag und ihre Liebesgeschichten oder auch ihre Charaktere immer sehr besonders. Dann weiß der ein oder andere auch, dass ich für Hörbücher relativ lange brauche, so 2-3 Monate im Schnitt eigentlich schon. Das war auch bei diesem Hörbuch der Fall, deswegen wundert ihr euch vielleicht, warum ich 2 Hörbücher gehört habe. Dazu komme ich aber dann gleich danach. Wir fangen mit dem ersten Hörbuch an und zwar ist das Silber, das dritte Buch der Träume, so heißt es, von Kerstin Gier, habe ich auf Spotify gehört. Da höre ich übrigens alle meine Hörbücher momentan, weil sie es für mich anders noch gar nicht lohnen würde und da ich das ohne Erwerbung habe von meinem Freund aus, kommt es ganz gut hin und mit der Schnelligkeit komme ich auch sehr gut zurecht. Das ist ja die normale Geschwindigkeit, weil ich eben übers Hören nicht so gut die Informationen aufnehmen kann. Deswegen ist, glaube ich, die normale Geschwindigkeit für mich ganz gut und ich komme ja auch schnell voran eigentlich, wenn ich anfange zu hören. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu Silber. Das Buch habe ich schon Ewigkeiten lang angefangen gehabt. Also das Hörbuch davon habe ich Ewigkeiten lang angefangen gehabt. Ich bin aber froh, dass ich die Trilogie jetzt endlich beendet habe. Das war meine erste Reihe von Kerstin Gier.
Sie hat mir nicht ganz so gut gefallen. Die ersten zwei Bände waren auch schon sehr langweilig. Der dritte Band war jetzt irgendwie noch schlechter. Ich habe den ganzen 3 Sterne gegeben. Ich fand es gut, aber mehr halt auch überhaupt nicht. Die Charaktere waren nicht ganz so meins. Ich kann aber vorab noch mal ganz kurz sagen, worum es geht. Zum dritten Band des Inhalts kann ich euch natürlich nicht viel sagen. Ich weiß auch gar nicht genau, ja, wie ich das jetzt alles genau beschreiben soll, damit ich irgendwie nicht spoilern würde. Auf jeden Fall geht es um Liv Silber und ihre Schwester Mia Silber. Die ziehen eben nach England, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Zu ihrem neuen Freund von ihrer Mutter. Und dann lernt sie dort eben verschiedene Charaktere kennen, die auch in den anderen Büchern alle vorkommen. Unter anderem auch ihre ja, Stiefgeschwister Grayson und seine Schwester. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. So langweilig fand ich das Buch, ehrlich gesagt, weil immer wieder das Gleiche passiert ist. Und es geht halt eben um Träume. Ich möchte gar nicht so viel sagen. Ich weiß auch gar nicht, was ich alles genau sagen soll, damit ich euch nicht irgendwie Spoiler oder irgendwas vorne wegnehme, falls ihr das Buch noch lesen oder hören möchtet. Ich bin froh, dass ich es gehört habe und nicht gelesen habe, weil ich glaube, beim Lesen hätte ich keine Lust drauf gehabt, weil immer wieder das Gleiche passiert ist und das Gleiche passiert ist. Und im dritten Band ist irgendwie die Geschichte gar nicht so richtig vorangekommen. Es war sehr in die Länge gezogen. Und letztendlich habe ich jetzt, nachdem ich das Buch beendet habe, das Gefühl, es ist nichts passiert, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt viele Fragen, die überhaupt nicht aufgeklärt werden, was ich irgendwie blöd finde. Die Sprecherin an sich fand ich aber wirklich gut. Ich mag Simona Pahls Stimme sehr, sehr, sehr gerne. Auch wie sie die Sachen betont und ihre Aussprache mache ich sehr gerne. Und irgendwie war das Ende einfach da, ohne dass ich es habe kommen sehen. Ja, wirklich nicht gut. Es hat, wie gesagt, 3 von 5 Sternen von mir bekommen. Es hätte aber auch noch weniger bekommen können. 2,5, 2 von 5 Sternen. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand es nicht gut. Vielleicht für Jüngere eher etwas, wobei ich da die Protagonistin, also Liv, ein bisschen fragwürdig finde. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine Lieblingsreihe von Kerstin G. wird es auf jeden Fall nicht. Ich werde mich irgendwann noch mal an der Edelstein-Trilogie probieren. Vielleicht gefällt mir die besser. Gefällt ja allgemein auch den Lesern irgendwie besser als die Silbertrilogie. Also Silber war auf jeden Fall nicht meins, aber ich bin froh, dass ich die Geschichte erfahren habe und somit sagen kann, dass ich persönlich die Geschichte nicht weiterempfehlen kann. Vielleicht, wie gesagt, für Jüngere, aber für mein Alter jetzt vielleicht nicht. Ich bin jetzt 24. Vielleicht liegt es auch nicht im Alter. Also meins war es auf jeden Fall nicht. Fertig, Punkt, aus und wir machen weiter mit dem nächsten Hörbuch. Zum nächsten Hörbuch kann ich euch aber ein Buch zeigen, denn das habe ich schon Ewigkeiten auf meinem Sub und ich habe es dann durch Zufall und beim Suchen auf Spotify als Hörbuch gefunden. Auch als ungekürzte Version. Ich habe übrigens alle Hörbücher, die ich höre, als ungekürzte Version gehört, weil ich ja die komplette Geschichte erfahren möchte. Ja, auf jeden Fall hatte ich das Buch schon lange auf meinem Sub und dachte mir, ja gut, jetzt habe ich es über fertig gehört, jetzt kann ich auch mal dieses Buch hören. Ja, und zwar rede ich von Gone Girl, das perfekte Opfer von Gillian Flynn. Ich habe ja bereits dieses Jahr Crybaby von ihr gelesen, was mir nicht so gut gefallen hat. Gone Girl hat mir einiges besser gefallen. Es hat aber, glaube ich, auch 3,5 Sterne von mir bekommen. Es war besser, aber auch nicht perfekt. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Das Buch hat 592 Seiten, ist doch schon relativ dick. Ich habe für das Hörbuch eine Woche gebraucht. Haltet euch fest, eine Woche ist für mich sehr, sehr wenig. Das liegt aber einfach daran, dass ich aktuell, beziehungsweise aktuell nicht mehr ganz so viel, aber zu dem Zeitpunkt sehr viel Sims 4 gespielt habe. Deswegen, und ja, dabei habe ich eben Hörbuch gehört und deswegen war ich sehr schnell durch mit dem Hörbuch eben. Bevor ich euch jetzt etwas zu meiner Meinung sage, ganz kurz zum Inhalt. Hier geht es um Nick Dunn und seine Ehefrau Amy Dunn. Dieses Ehepaar ist jetzt, beziehungsweise feiert ihren 5. Hochzeitstag oder möchte ihren 5. Hochzeitstag feiern und dann kommt eben Nick Dunn nach Hause und seine Frau ist wie vom Erdboden verschwunden und er weiß nicht, wo sie ist. Kann sie auch nicht finden, ruft dann eben die Polizei an und dann geht das ganze Gesuche los. Ja. Frau ist am 5. Hochzeitstag verschwunden und Mann sucht sie. Das ist im Prinzip auch schon der Inhalt des ganzen Buches. Mehr möchte ich euch und kann ich euch nicht erzählen, sonst würde ich euch spoilern. Auf jeden Fall ist das Buch in Tagebucheinträgen geschrieben. Ich kann euch ja mal kurz, das ist halt immer im ersten Kapitel schreibt, glaube ich, genau, Nick dann der Tag als. Das ist halt eben dann der Tag, als die Frau verschwunden ist. Und das geht dann immer so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Abschnitte und wird auch aus Tagebucheinträgen der Frau erzählt, denn diese hat ein Tagebuch geführt über eine gewisse Zeit und das wird dann hier eben aufgegriffen. Tatsächlich kommt sie dann aber auch, ja, vielleicht zurück, vielleicht auch nicht und ja.
Das müsst ihr selber erfahren, wenn euch das interessiert. Ich habe mir sehr viel erhofft von der Geschichte. Sie hat mir anfangs auch wirklich, wirklich gut gefallen. Die Sprecher waren, beziehungsweise der männliche Sprecher war sehr angenehm. Ich weiß gar nicht genau, wie die Sprecher jetzt heißen, aber der männliche Sprecher war sehr angenehm zu hören. Und die weibliche Sprecherin, die hörte sich eher an wie Siri. Das habe ich auch schon in Weekly Readings gesagt. Die hörte sich einfach an wie Siri. Das war überhaupt nicht mein Fall. Wenn ich irgendwann auch mal ein Hörbuch mit ihr hören sollte, wo nur sie spricht, würde ich es mir nicht anhören. Fand die Stimme grausam. Zum Glück waren Amys Abschnitte immer sehr, sehr kurz. Ich fand sie überhaupt nicht gut. Ja, ist wohl auch Geschmackssache, meins war es auf jeden Fall nicht. Die Geschichte, wie gesagt, fand ich anfangs wirklich gut. Zum Schluss hin mochte ich es nicht mehr ganz so gerne, einfach weil, ja, warum ich das Ende nicht mehr so gut fand, kann ich euch nicht sagen, weil sonst würde ich spoilern auf die Geschichte. Das würde die ganze Spannung, die da drin war, komplett rausnehmen. Deswegen kann ich zum Ende nichts sagen. Das Ende hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Und die Charaktere waren, naja, es war schon sehr, sehr merkwürdig, weil es ist ja eben kein normales Ehepaar, die haben ein paar Probleme. Ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Und nochmal ganz kurz zum Ende. Das Ende war mir einfach irgendwie zu schnell. Ich hatte das Gefühl, Gillian Flynn wollte einfach nur schnell fertig werden und huschte oder schrieb da einfach irgendwas hin. War für mich irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen, war kein Ende, was mir gefallen hat. Würde ich jetzt auch nicht weiterempfehlen, das Buch. Vielleicht bin ich aber auch einfach kein Gillian Flynn-Fan. Vielleicht sind es ja eher Bücher für jemand anderes. Meins ist es auf jeden Fall nicht und das würde ich jetzt auch bei dem Buch belassen. Und dann machen wir weiter mit dem letzten Buch für den Lesemonat und zwar ist das Dark Palace. 10 Jahre musst du opfern von Vic James. Das Buch habe ich gewonnen auf Lovely Books bei einer Aktion und dazu gibt es Aufgaben. Deswegen musste ich bis zum 12.09. das Buch auf jeden Fall fertig lesen und ich habe es halt eben noch im August geschafft, weil ich jetzt noch genügend Zeit habe, um die Aufgaben ja, machen zu können. Ganz kurz auch hier zum Inhalt. Beziehungsweise das Buch hat 448 Seiten und in dem Buch geht es um die Familie Hadley. Diese besteht aus ja, Mutter und Vater und die haben 3 Kinder, einmal 2 Töchter und einmal einen Sohn. Die eine Tochter ist 18, die andere ist 10 und der Sohn ist, glaube ich, 16. Und ja, hier geht es eben um Sklavenzeit. Jeder muss eine Sklavenzeit von 10 Jahren ableisten, die kann er sich aussuchen. Die Eltern können für ihre Kinder mitbestimmen, sofern sie unter 18 Jahren alt sind. Die Familie Hadley, beziehungsweise die Eltern und die älteste Tochter Abby, haben sich eben dazu entschlossen, die Sklavenzeit jetzt als gemeinsame Familie abzuleisten. Und die Tochter hat dann eben vorgeschlagen, ja, sie könnten sie doch bei der Herrscherfamilie der Djinn in Kynaston ja, ableisten. Genau, dann kommt es eben zum Abreisetag. Allerdings werden nur 4 Familienmitglieder abgeholt, um nach Kynaston zu fahren. Und eine Person muss eben nach Millmore in die Fabrikstadt und dort die 10 Jahre Sklavenzeit machen. Und zwar ist Luke derjenige, der nach Millmore kommt. Und ja, es passiert einiges in der Geschichte. Es ist sehr, sehr spannend. Ein Buch, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich mochte die Charaktere sehr, sehr gerne. Wir lernen sehr viele Charaktere kennen. Wir haben einmal gerade die zwei Hadley-Geschwister, Luke und Abby, aus dessen Sicht erzählt werden. Dann haben wir 3 Jardin-Brüder. Da wird aber, glaube ich, nur aus 2 Sichten der Brüder erzählt, und zwar einmal aus Cillian und einmal aus Gabas Sicht. Wir haben noch weitere Personen auf jeden Fall, aus dessen Sicht erzählt wird. Sehr, sehr spannend fand ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Das Buch war in Abschnitte abgeteilt und ich konnte am Ende des eines Abschnitts nicht abwarten, weiterlesen zu wollen, aber ich wollte erst den, ja, Beitrag dazu schreiben, bevor ich den nächsten Abschnitt anfange, sonst verwechsel ich das alles so ein bisschen und das war irgendwie ein bisschen blöd. Ja, genau, zu den Charakteren habe ich jetzt, glaube ich, schon viel gesagt. Die Charaktere haben mir gut gefallen, sie hatten auch einige negative Aspekte. Die möchte ich jetzt hier nicht aufgreifen, weil ich sonst einfach zu viel spoilern würde. Wer das Buch schon gelesen hat und meine Meinung dazu hören möchte, kann sich gerne die Rezension durchlesen, die, glaube ich, heute online gekommen, nee, ja, die doch heute online gekommen ist. Ich drehe das Video am Dienstag. Ja, die Rezension müsste, wie gesagt, eigentlich online kommen, wenn euch meine Meinung dazu interessiert. Ihr aber nicht gespoilert werden möchtet, solltet ihr es nicht lesen. Falls ihr das Buch schon gelesen habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Es gab auch negative Dinge, die ich jetzt aber nicht ansprechen möchte, wie gesagt. Ja, weil ich es euch jetzt einfach spoilern würde.
Auf jeden Fall kommen im Laufe des Buches sehr, sehr viele Fragen auf, die am Ende hin nicht besprochen werden oder aufgeklärt werden. Es wird allerdings eine Trilogie, soweit ich weiß, und das Buch endet auch mit einem ganz, 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 ganz fiesen Cliffhanger. Ich weiß nicht, wann der zweite Teil rauskommen wird. Ich hoffe ganz bald. Ich glaube, wenn ich dem glauben kann, was ich gelesen habe, dass die Autorin eigentlich die Bücher sehr, sehr schnell hintereinander rausbringen möchte. Die Frage ist nur, was ist schnell? Ich hoffe auf jeden Fall, dass der zweite Band sehr schnell vorauskommt, damit ich unbedingt weiterlesen kann. Das Cover finde ich übrigens furchtbar. Ich habe es gesehen im Internet und dachte mir, oh, ist eigentlich ganz nett. Aber wenn ich es mir jetzt so betrachte, finde ich es, ich finde es einfach furchtbar. Ich finde es überhaupt nicht schön. Ich weiß, was das, glaube ich, mit ja, was dieses Cover mir sagen möchte, aber ich finde es überhaupt nicht schön. Aber ist ja auch alles Geschmackssache. Die Geschichte hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, da ist das Cover auch nur Nebensache. Das waren die Bücher aus dem Lesemonat. Ich möchte euch aber noch ganz kurz erwähnen, welche Bücher ich aktuell lese. Denn ich lese aktuell immer noch Ansarantium, die Götter. Da bin ich aber jetzt kurz vorm Schluss. Ich bin auf Seite 591 von 725 oder sowas. Also da werde ich auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen fertig werden. Wird auch Zeit, denn das Buch ist, gefällt mir soweit ganz gut. Hab einige Kritikpunkte, die ihr dann auf jeden Fall im Lesemonat erfahren werdet. Mehr möchte ich zu dem Buch erstmal gar nicht sagen. Dann höre ich ein weiteres Hörbuch und zwar ist es Scythe, die Hütte des Todes. Das ist ja der erste Teil von Neil Schustermans Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände davon erscheinen werden. Da bin ich aktuell bei 46%, also kurz vor der Hälfte des Buches. Gefällt mir soweit auch ganz gut. Ich glaube, zum Inhalt muss ich da auch nicht mehr viel sagen. Wenn der euch aber interessiert, könnt ihr in meine Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch die Links nämlich verlinkt und dann könnt ihr euch da mal den Inhalt durchlesen. Und dann höre ich noch ein E-Book und zwar ist das Die schwarze Zauberin von Laurel Forrest. Da bin ich aktuell bei 38%. Das müsste ich aber fertig lesen, wenn ich Sarantium fertig gelesen habe, damit ich eben nicht so durcheinander komme, auch wenn das beides sehr unterschiedliche Bücher sind. Aber ich möchte erst ein Buch beenden und dann das nächste anfangen oder weiterlesen. Genau, nur dass ihr jetzt gerade noch mal so wisst, welche Bücher ich lese. Ich werde nämlich sehr wahrscheinlich auch die Leselisten vorerst erstmal abschaffen oder einfach so Monatslese-Listen machen. Jahreszeitenleselisten machen. Da werde ich nächsten Monat wahrscheinlich eine einfach für den Herbst machen und euch da ein paar Bü mehr Bücher vorstellen. Und dann gibt es zwischendrin eben einfach Currently Readings, so ab Hälfte des Monats mit den Büchern, die ich euch zeigen werde, die ich gerade zu dem aktuellen Zeitpunkt lese. Und wenn ihr up to date sein wollt, könnt ihr, wie gesagt, bei meinen Weekly Readings vorbeischauen. Da zeige ich euch immer aktuell, welche Bücher ich lese. Genau, soweit zu diesem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, Kritik habt, Buchvorschläge habt, schreibt mir das alles gerne in die Infobox. Ich freue mich immer auf den Austausch mit euch. Und ich freue mich übrigens, wir sind, glaube ich, fast 150 Abonnenten. Ich freue mich unglaublich sehr darauf, dass mir so viele Leute folgen und meine Videos sehr, sehr gerne schauen. Ja, vielleicht wachsen wir in nächster Zeit noch ein kleines bisschen. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Einzelnen, der dieses Video schaut und mir Kommentare da lasst, ob Kritik, wie auch immer, wie ich eben schon erwähnt habe. Und wenn du jetzt meinen Kanal noch nicht abonniert hast, drück einfach auf den Abonnierknopf, wenn du keine Videos mehr von mir verpassen möchtest und sie dir gefallen. Natürlich, sie müssen dir ja auch gefallen. Dann genau, drück auf den Button und dann verpasst du kein Video von mir. Das ist auf jeden Fall kostenlos und würde mich sehr freuen. Und das war's dann auch mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!